recht, Elektroauto. Irrweg, katastrophaler Fehler. Warum? Ja. Also die wirkliche Umweltbilanz eines Elektroautos, und das ist mehr als ein offenes Geheimnis, ist miserabel. Und da gibt es viele verschiedene Rechenmöglichkeiten, und in den günstigen Rechenmöglichkeiten ist es ein klein wenig besser als ein herkömmliches Auto mit Verbrennungsmotor. Jetzt rüsten wir für unglaublich viel Geld mit der gesamten Infrastruktur daran, ist unsere Automobilindustrie auf eine wirklich furchtbare Lösung um. Und zwar auch deswegen furchtbar. Wir müssen überlegen, wo kommen denn die Rohstoffe her? Also unsere Batterien für das Elektroauto werden in China gefertigt. Da kommen auch die seltenen Erden her, die wir für die Batterien brauchen. Die werden dort zum Löwenanteil mit fossilen Energieträgern, nämlich mit Kohle, Energie hergestellt. Die haben schon eine massiv miese Bilanz, ungefähr die von 100.000 gefahrenen Kilometern, wenn die eingebaut werden. Also schon mit der Hypothek legen sie mit dem Elektroauto los. Dann kommen dazu Zutaten für die Batterien wie Lithium, das unter entsetzlichen Bedingungen in Peru abgebaut wird. Und am schlimmsten Coltan, das sie aus dem Kongo holen, und Kupfer, den sie brauchen und so weiter. Das ist grauenhaft, wenn Sie sich angucken, Kinderarbeit und so weiter, Sklavenarbeit. Da werden kommen die Zutaten für diese Batterien her. Wir machen uns von China abhängig, und zwar in sehr starkem Ausmaß. Wir fördern Unterdrückungssysteme.